Willkommen zurück, meine lieben Freunde, hier bei Assassin's Creed Brotherhood. Und ein Abo und ein Daumen nach oben sind natürlich wie immer umsonst, würde mich sehr freuen, so denn ihr euch dazu entscheiden solltet. Und wir gehen jetzt in die Villa. Buongiorno, Ezio. Caterina, was verschafft mir das Vergnügen deines Besuches? Ich brauche einen Verbündeten. Die päpstlichen Armeen marschieren weiter gen Forli. Deine Söldner wären von großem Wert für meine Sache. Ich kann dir wohl geben, was du brauchst. Doch reden wir später. Mutter. Machiavelli. Es ist getan. Aber wohl nicht so, wie wir es erwartet hatten. Ich betrat Il Vaticano und traf Rodrigo. Er erhob den päpstlichen Hirtenstab gegen mich, doch ich besiegte ihn. Zusammen mit Stab und Apfel konnte ich die Gruft öffnen. Dort sprach ein bewegtes Bild der Göttin Minerva zu mir. Sie sprach von einer Tragödie, die den Menschen in Zukunft zustoßen wird. Versprach aber Hoffnung durch verlorene Tempel, die den Menschen helfen. Und dann sprach sie mit einem Phantom, Desmond, als wäre er dort. Stünde neben mir. Nach dieser Warnung verschwand sie. Erstaunlich. Unvorstellbar, welch Wunder! Die Gruft enthielt nicht die befürchtete Wunderwaffe. Eine gute Nachricht. Und diese Göttin, diese Minerva? War sie menschlich? Ja, doch die Worte zeigen das Gegenteil. Ihre gesamte Art starb vor vielen Jahren. Ich wünschte, ich könnte euch ihre Magie zeigen. Wer ist Desmond und... wo sind diese Tempel, die Minerva erwähnte? Ich weiß es nicht. Vielleicht müssen wir danach suchen. Sag mir, wie Borgia sein Ende fand. Winselte Rodrigo um Gnade? Fand er Ausreden? Bot er euch Macht an? Nein, nichts dergleichen. Interessant. Es überrascht mich, dass er die Fassung bewahrte. Ich ließ ihn leben. Der Spanier lebt? Wenn unsere Feinde tot sind, können wir über Gruften, Götter und alte Orte reden. Hättet ihr ihn nur getötet, das werden wir noch bereuen. Ich bin nicht hier, um mich zu rechtfertigen. Gemeinsam müssen wir die Zukunft planen. Nein, ich muss umgehend nach Roma. Ezio, ich weiß nicht, warum du ihn verschont hast, aber ich traue deinem Urteil. Machiavelli wird sich beruhigen. Maria Auditore, Geburtsjahr 1432, Beruf Schriftstellerin Adlige. Morgen mache ich Torta Bolognese. Ich werde die Eier und das Fleisch vom Markt holen und werde rechtzeitig zurück sein, um die Bäckerei zu öffnen, wenn die Sonne gerade den Innenhof wachküsst. Welch privilegiertes Leben wir doch führen. An solch einem Tag fällt es schwer daran zu denken, dass einem das Gegebene auch ebenso gut wieder genommen werden kann. So lauten die letzten Zeilen aus Marias Tagebuch. Maria, die in die mächtige Bankiersfamilie Mozzi hineingeboren wurde, ist aufgrund ihrer mehrbändigen Tagebücher eine der berühmtesten historischen Quellen der damaligen Epoche. Die Bücher wurden von mehreren namhaften Gelehrten übersetzt und sind in den Uffizien in Florenz ausgestellt. Dank des Animus wissen wir jetzt, weshalb ihre Tagebücher verschwanden. Nach der Verhaftung ihres Ehemanns Giovanni, während der Maria von den florentinischen Wachen missbraucht worden war, verfiel sie in einem halbkatatonischen Zustand. Ezios Schwester Claudia kümmerte sich in der Villa Auditore um sie, doch sie sprach in den kommenden Jahren kein Wort, bis Ezio ihr ein Sträußchen Federn brachte, die er auf seinen Reisen gesammelt hatte. Genau das hatte ihr jüngster Sohn Petruccio auch eins getan. Seit Ezios Geschenk sie wieder zurück ins Leben geholt hat, verbessert sich ihr Zustand stetig. Niccolò Machiavelli, Geburtsjahr 1469, Beruf Philosoph, Schriftsteller, Politiker. Alle bewaffneten Propheten haben den Sieg davongetragen, die unbewaffneten aber sind zugrunde gegangen. Diese zynischen Worte schrieb Niccolò Machiavelli, einer der großartigsten Köpfe der Renaissance. Er wurde als Pionier der Philosophie des Realismus angesehen und er glaubte, dass alle Menschen böse sind und entsprechend ihrer unmoralischen Natur handeln, wenn sie die Gelegenheit dazu bekommen. Machiavelli war der dritte Sohn eines florentinischen Anwaltes. Er wurde von seinem Vater in Grammatik, Rhetorik und Latein unterrichtet. Im Jahr 1494 trat er als Staatssekretär in den Dienst der Regierung. Als Mitglied des Rates der Republik Florenz wurde er zwischen 1499 und 1512 an die Höfe in Frankreich, Spanien und Rom geschickt.
Während dieser Zeit traf er Cesare. Machiavelli war sofort von dem jungen Generalhauptmann angetan und schrieb: Ich finde keinen Fehler an ihm. Machiavelli folgte Cesare und studierte seine Strategie des Krieges, bis er im Jahr 1500 tatsächlich Anführer der Assassinen wurde. Von 1500 bis 1503 ließ er sich in Rom nieder, auch wenn nur wenig von seinen Aktivitäten dort bekannt ist. Im Jahr 1503 trug Machiavelli die Verantwortung für die florentinische Miliz sowie für die Verteidigung der Stadt. Er rekrutierte Anwohner für seine Miliz. Dabei bevorzugte er Männer, die ein Interesse am Fortbestehen von Florenz hatten, gegenüber unparteiischen Söldnern. Im Jahr 1509, als Florenz Pisa besiegte, schien seine Strategie aufzugehen. Nachdem die Medici-Familie fortgejagt wurde, war Machiavelli weiterhin Mitglied der florentinischen Regierung. Doch als die Medici zurückkehrten, inhaftierten und folterten sie ihn. Er wurde der Verschwörung gegen die Familie beschuldigt. Die Medici konnten keinerlei Fehlverhalten finden und so verbannten sie Machiavelli. Er zog sich auf sein Anwesen in Santa Andrea zurück, wo er seine berühmten Werke Der Fürst, Discorsi, Staat und Politik und florentinische Geschichten schrieb. Machiavelli starb im Jahr 1527. Seine Grabstätte ist nicht bekannt. Und Katharina Sforza, Geburtsjahr 1463, Beruf Gräfin von Forlì Adlige. Katharina wurde durch ihre Ehe zur Gräfin und war schon berüchtigt, lange bevor sie nach Forlì kam. Sie wuchs am Mailänder Hof auf und genoss dort eine klassische Erziehung. Ihr Vater, der Herzog, lehrte sie die Kunst des Krieges. Bei Hofe erwarb Katharina zudem ihre Leidenschaft für die Alchemie sowie das Jagen. Im Jahr 1473 wurde die 10-jährige Katharina mit Girolamo Riario, dem Neffen des Papstes, verlobt. Sie vollzogen die Eheschließung, als sie 14 Jahre alt war. In Rom angekommen, hatte sie bald den Ruf, eine der aufgeschlossensten Adligen bei Hofe zu sein. Ihr Ehemann hatte hingegen den Ruf, einer der unbarmherzigsten Bewohner dort zu sein. Durch den frühzeitigen Tod des Bruders des Papstes erlangte Girolamo noch mehr Macht. Er sicherte sich die Titel Herr von Imola und Forlì. Als der Papst starb, fielen Plünderer über Rom her und zerstörten die Residenz Katharinas. Sie war bereits im siebten Monat schwanger, doch sie ritt vorschluss zum Castel Sant'Angelo und verteidigte den Vatikan mit Kanonen und den anderen Soldaten. 1484 zog sie mit ihrer Familie nach Forlì. 4 Jahre später, 1488, bezahlte jemand, der einen Groll gegen ihren Ehemann hegte, die Orsi-Brüder, die ihn töteten. Daraufhin wurde Katharina die Herrscherin von Forlì und Imola. Sie verlor keine Zeit, die Gunst der benachbarten Herrscher zu gewinnen, das Steuersystem zu überarbeiten und die Miliz persönlich auszubilden. Sie verteidigte stets den Frieden, doch wenn ihre Mitmenschen verletzt wurden, übte sie erbittert Vergeltung. Dabei tötete sie häufig als Strafe die Frauen und Kinder der Feinde. Im Jahr 1499 entschied Cesare bei seiner Jagd nach mehr Land, Forlì wieder unter päpstliche Herrschaft zu stellen. Randnotiz: Das Pontifikat beanspruchte den Besitz der meisten italienischen Regionen für sich. Diese Ländereien wurden an Herrscher verliehen, aber die Truppen des Papstes konnten jederzeit einmarschieren und diese zurückverlangen. Fast so wie Büchereien, die die Wohnung derjenigen niederbrennen, die ausgeliehene Bücher zu spät zurückbringen. Als Cesare dann in den Krieg gegen Katharina zog, schickte sie dem Papst einen netten Brief, der zuvor an den Beulen eines Pestopfers gerieben wurde. Von da an ging es bergab. Als der Angriff der päpstlichen Truppen unausweichlich war, schlich sich Katharina mit einem kleinen Trupp von Soldaten Weihnachten 1499 aus Forlì heraus und reiste nach Monteregioni, wo sie Ezio Auditore um bewaffnete Unterstützung bat. Das war's aber, ne? Oh. Uiuiuiui, das war aber jetzt viel. Das war jetzt viel zu lesen. Weiter geht es. Willkommen daheim.
Möchtest du nochmal? Das musst du nicht fragen. Es sollte einem Mann immer freistehen zu wählen. Psst. Was war das? Das sind doch bestimmt nur Übungen. Nope. Merda. Ich muss Mario finden und die Truppen sammeln. Meine Männer sind im Hof. Ich werde sie umgehen und ihnen in die Flanke fallen. Pass auf dich auf. Tja, Leute, Monte Regioni wird angegriffen. Vielleicht war es doch ein Fehler, Borgia leben zu lassen. Das sind die Borgia. Wie konnten wir das übersehen? Sie müssen sich nachts im Osten gesammelt haben. Wir müssen sie aufhalten, bis die Bevölkerung geflohen ist. Ich erledige das. Benutze die Kanonen über dem Wall. Ich werde einen Frontalangriff führen. Habt ihr ihn? Ich habe ihn sicher. Die Borgia dürfen die Mauern nicht durchbrechen, bis alle in Sicherheit sind. Insieme per la Vittoria. Insieme. Onkel, sei achtsam. Bin ich. Oh Mann, Leute, wir haben so viel Arbeit da reingesteckt, die Stadt aufzubauen und jetzt das. All unser Geld ist weg. Alle unsere Waffen sind weg. Die Doppelklinge ist weg. Sollten haben wir das schon gelesen, oder? Ja, ja. Signor Auditore, Gott sei Dank. Wir müssen sie aufhalten, bis die Bürger geflohen sind. Zielt auf die Kanonen, Signore! Eieieiei, Leute. Das ist eine Armee, wa? Shit. Wenn sie die Mauern durchbrechen, werden wir alle sterben. Meine Familie wird sterben. Welche Kanonen da hinten, die oder was? Weil die hier vorne kriege ich nicht. Keine Kanonen mehr treffen. Was? Wie schnell soll ich das denn schaffen? Was ist denn hier los? Ich finde, ich war gerade sehr optimal in meiner Zeit.
erstmal die hier vorne kaputt. So, jetzt aber. War das knapp. Vergesst die Kanone. Ihr müsst sie aufhalten. Geht! Ich mache hier weiter. Nehmt diese Stadt für die Borgia. Tötet sie alle. Ich weiß, ihr seid da, Ezio! Der Papst erzählte mir alles von euch und eurer kleinen Bruderschaft. Und davon! Gebt mir die Büchse von seinem Freund. Es gab zu viel Blutvergießen. Ich glaube, eine Aussprache ist angebracht. So nehmt dies als Einladung von meiner Familie. Das war übel, wa? Basta! Ich kann gehen! Vorsicht! Da kommen sie! Zieht euch alle in die Villa zurück! So kann ich nicht kämpfen. Steht mir bei! Los, los! Oma!
Ist alles irgendwie kaputt gegangen jetzt hier. Alles ist zerstört. Alle unsere Träume. Alle unser Hab und Gut. Alles ist zerstört. An mir kommst du nicht. Noch schlimmer. Wir haben auch alle unsere Sachen verloren. Die Doppelklinge und so weiter. Wir haben alles Mögliche verloren. Wir haben Mario verloren. Wir haben den Edenapfel verloren. Nein, die werden wir nicht verlieren. Könnt ihr aber komplett knicken. Das Geld ist auch weg, ja. Lass Claudia in Ruhe. Geh in den Altarraum! Folgt mir! Wartet auf uns! Wir hielten euch für tot, Herr Ezio. Noch nicht. Wohin führt dieser Weg? Nach Norden, vor die Mauer. Bin überrascht, dass es ihn gibt. Lasst mich durch, ich muss den Truppen helfen. Schnell! Diebe. Die Diebe der Renaissance waren normalerweise Wanderer, die beim ersten Anzeichen von Ärger verschwinden konnten. Das machte es den Wachen sehr schwer. Der Schwarzmarkt in Italien der Renaissance boomte. In den größeren Siedlungen waren Diebstähle und Morde an der Tagesordnung. Es geschah oft, dass ein einsamer Nachtschwärmer angegriffen, ausgeraubt, ermordet und dann in den nächsten Kanal oder Fluss geworfen worden. Auch wenn ein Dieb nur stahl und nicht mordete, waren die Strafen oft unangemessen hart. Folter war üblich. Diebe wurden an den Pranger gestellt und manchmal auch öffentlich hingerichtet. Um der Bestrafung zu entgehen, erschufen die Diebe untereinander auf Vertrauensbünde. Jeder sollte den anderen seine dreckigen Geheimnisse erzählen, damit jeder die Verantwortung für das Leben der anderen hatte. Lazio! Wo ist Mutter? Ist sie wohl auf? Ich bin hier, Ezio. Grazie a Dio. Wir konnten nicht ohne dich gehen. Der Weg wird sehr gefährlich. Beschütze Mutter. Wo ist Mario? Ich dachte, er würde auf uns warten. Das Borgia-Fußvolk umzingelt die Stadt! Mario ist tot. Ihr müsst von hier verschwinden. Bring Mutter nach Firenze. Bringt mir ein Pferd. Du kommst nicht mit uns? Wohin reitest du? Nach Roma. Geh, mein Sohn. Vernichte sie. Doch vergiss nicht, für wen wir Assassinen kämpfen. Wir haben Mutters Segen bekommen.
Eieiei, das war eine schlimme erste Sequenz, oder? Das hat richtig wehgetan. Lucy, ich finde einfach keine Position für Ezios ES. ES? Sagt mir mal jemand, was hier los ist? Sorry, Desmond. Edensplitter. Im Vatikan sprach Minerva von anderen Tempeln, dass sie der Schlüssel seien, um die Katastrophe zu verhindern, die der Erde droht. Ah, richtig. Um die Tempel zu finden, müssen wir bestimmt Ezios Edenapfel in die Hände kriegen. Minerva hat ihn irgendwie verändert, als sie ihn berührte. Moment, die Auditore-Villa? Ja, unsere letzte Zuflucht in Italien. Anscheinend beobachten die Templer die Grenzen. Ezio hat den ES irgendwann 1507 versteckt, aber wenn ich die DNA-Sequenz laden will, scheint er sich an etwas anderes zu erinnern. Eine Erinnerung in der Erinnerung? Ja, exakt. Vielleicht. Exakt vielleicht? Ich glaube, ihr habt etwas Ähnliches bei Abstergo erlebt, oder? Subjekt 15 hatte Erinnerungen in der Erinnerung, aber sie war schwanger. Die Erinnerungen von Vater und Mutter des Fötus konkurrierten. Desmond ist nicht schwanger. Naja, glaube ich jedenfalls. Vielleicht nur zu viel gegessen. Kommst du an eine spätere Erinnerung? Nein, das geht nicht. Das kommt mir bekannt vor. Wir konnten nicht auf Altairs Erinnerungen zugreifen, bis Desmond seine Synchronität verbesserte. Dann kann es sein, dass uns hier etwas Ähnliches passiert ist. Ezios erbärmlicher Zustand überträgt sich auf Desmond und stört die Erinnerung. Entweder das, oder Rebecca hat's einfach nicht besser drauf. Danke, du Arsch. Was denn? Ich nenne doch nur mögliche Erklärungen. Und die ist noch die wahrscheinlichste. Gesessen? Hier ist es nicht sicher. Die Handyüberwachung kann glatt durch die Wände sehen. Du meinst Satellitenüberwachung? Machst du Witze? Abstergo hat längst auf Handymasten umgerüstet. Die Strahlen durchdringen alles Oberirdische. Sie werden uns finden. Werden sie nicht. Komm mit mir. Ich weiß nicht, ob du das sarkastisch meinst mit Echtzeitparcours, weil ich finde das super. Ich mag das sehr gerne mit Desmond. Ich mochte oder mag Desmond sehr gerne. Ein Balken blockiert es von innen. Hier kommen wir nicht rein. Was machen wir jetzt? Die Straße führt wieder auf den Highway. Wir sollten uns hier echt nicht unnötig aufhalten. Haben wir eine Plane? Wir müssen den Van abdecken. Ich will wirklich nicht nerven, ja? Aber uns läuft die Zeit davon. Na dann hilf uns, Sean. Hast du irgendeine Idee? Ich weiß nicht. Gibt es noch einen Weg in den Altarraum? Hey, ich glaube, ich hab was. Das Ding ist, ich hätte mir sogar gewünscht, dass es ein Spiel mit Desmond gäbe. So ein Spin-Off. Das wäre ein cooles Spin-Off gewesen, weißt du? Ein Spin-Off mit Desmond in der Heutzeit. Desmond, das war ziemlich cool. Kam mir ganz normal vor. Hier lang kommen wir rein. Gut gemacht. Wir warten dann einfach hier oben, ja, so ganz allein. Mit Zielsuchern auf dem Rücken. Das kann ich ja machen, ja. Nee. Warum geht das nicht an? Endlich raus aus dem Animus. Das ist nicht unbedingt meine Vorstellung von schön. Lass mich raten, du bist mehr der um 6 ins Bett-Tür. Was? Desmond? Ich bin nicht so langweilig. Ja, sehr überzeugend. Überzeugt. Okay, okay, wenn wir die Welt gerettet haben, zeige ich's dir. Hey, kann ich das schriftlich haben? Wir haben Licht. Ich weiß nicht, ob der gerade... Ich kann nicht sehen. Ob der Dialog geskippt hat, weil die Ladezeit zu schnell war. Bevor die Soldaten dich schnappen. Correte! Los! Sie flohen hier lang. Was? Ezio und die Einwohner. Nach dem Angriff. Ich kann sie sehen. Ich weiß, es ist schwer. Aber versuch dich abzugrenzen, Desmond. Konzentrier dich aufs Jetzt. Und wenn die Visionen nicht aufhören? Wie lange noch, bis ich die Wände mit Symbolen beschmiere? Das ist nicht lustig. 16 ist tot. Wir konzentrieren uns auf das Jetzt, okay?
geklemmt. Ich pass durch. Bereit. Lass los, Desmond. Kriegst du das Tor irgendwie auf? Nicht, wenn ich nicht enden will wie dieses Skelett. Ich suche mir einen anderen Weg. Von hier aus komme ich in den Korridor unter mir. Pass auf die Ratten auf. Wo? Ich dachte, wenn du welche siehst. Danke für deinen wertvollen Hinweis. Desmond? Mehr Geister. Ich bin hier, ja? Bleib bei mir. Wurdest du getroffen? Nein, ist Mutter wohl auf? Desmond, da kommen wir nicht hoch. Und wenn du mir Schwung gibst? Keine gute Idee. Ich könnte dich hochwerfen und du greifst die Kante. Noch schlechter. Komm mit. Wie wär's damit? Was hast du denn vor? Gut gemacht. Stets zu Diensten. Wie alt sind diese Tunnel wohl? Mittelalter, schätze ich. Zum Glück halten die Balken unser Gewicht. Nach der ganzen Zeit im Animus bin ich da nicht so sicher. Ich wollte nichts sagen, aber du wärst langsam fett. Autsch. Rebecca hat sogar schon den Animus verbreitert. Im Ernst? Nein. Und los geht's. Bereit. Als ich zuletzt hier war. Als Ezio hier war. Ja, ich meinte Ezio. Ich hätte dich da nicht reinziehen dürfen, das war falsch. Hey, ganz im Ernst, ich habe den Spaß meines Lebens. Und das verdanke ich dir. Pass nur auf, wo du hintrittst, okay? So, meine lieben Freunde, das war jetzt richtig fies, aber was uns hinter dieser Tür erwartet, meine lieben Freunde, erfahren wir jetzt im nächsten Part. Bis dann, haltet die Ohren steif und immer das Beste aus eurem Leben. Euer Potato Pet verabschiedet sich. Bis dann. Tschüss.